Heute bei Quotenmeter FM, was ist ein erfolgreiches Vorabendmagazin? Und damit recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM, auch diese Woche mit David Grischek. Ja, hallo, endlich Feierabend, offensichtlich nicht. Ja, wir wollen über Endlich Feierabend reden, das Sat.1 Magazin, das, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, das seit, wo steht's denn, 30. Juli 2018 bei Sat.1 ausgestrahlt wird um 18 Uhr. Erst ging das Ganze eine Stunde. Dann ging es vom 22. Oktober bis 25. Januar nur 20 oder 30 Minuten. Jetzt wird der ganze Spaß Ende des Monats, also am 26. Juli 2019 eingestellt. Und ich muss sagen, ich bin froh. Ich habe es tatsächlich einfach selten gesehen. Es hat bei mir nie einen gewissen Einschaltimpuls erzeugt. Ich finde es respektabel, dass Sat.1 so lange durchgehalten hat, trotz der miesen Quoten. Also wirklich ein Jahr lang hat man versucht, Zuschauer damit anzusprechen. Es hat nicht geklappt, die Tendenz war leicht sinkend. Ich sag mal so, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wenn jetzt wieder Scripted Realities kommen, würde ich nicht sagen, dass ich froh bin. Naja, aber man muss schon sagen, dass die Sendung, auch das tut mir jetzt leid, wenn ich das in aller Öffentlichkeit und so hart sage, aber die Sendung war schon echt scheiße, muss man echt mal so sagen. Also dem schließe ich mich jetzt nicht an. Keine Ahnung, also kannst du deine Kritik noch ein bisschen konkreter machen? Ja, also ich habe mir jetzt ein paar Folgen angeguckt und anscheinend hat man da jetzt schon ein paar Folgen Promis privat untergemischt oder sonst irgendwas. Da ging es irgendwie die Begrüßung und dann ging es los mit Sophia Vegas zu Hause besucht in den neuen Zuhause in L.A., wo ich mir gedacht habe, warum? Es interessiert mich einfach nicht. Und dann auch mit einer Länge, das ging, glaube ich, 8, 9, 10 Minuten, dieser Beitrag. Und es war einfach so unwichtig. Also, wen will man denn damit erreichen? Wer interessiert sich denn tatsächlich für Sophia Vegas? Naja, ich sag mal so, also, wenn jetzt Promis privat heißt das. Promis privat oder Promis, nee, doch, Promis privat irgendwie sowas. Ja gut, ich würde jetzt mal behaupten, wenn es wirklich so ist, dass man diese Promi-Themen verstärkt vielleicht auch getestet hat. Oder ich weiß, in der ersten Folge von Endlich Feierabend hatten wir, glaube ich, Boris Becker zu Gast gehabt. Vielleicht hat man gesehen, okay, diese Promi-Themen, die haben halt irgendwie doch noch am besten funktioniert. Ich mutmaße nur, ich meine, im 5-Sekunden-Quotenverlauf können wir das ja alles nachvollziehen. Vielleicht hat man dann gesagt, na gut, dann sind es vielleicht wirklich tatsächlich die Sophia Vegas-Themen, die unsere Zuschauer schauen. Interessieren. Also mich hat es tatsächlich nicht bewegt. Ich habe auch schon öfters mal versucht reinzugucken und ich muss sagen, ich gucke diese Sendung an und mich schaudert das eigentlich, weil es ist einfach so uninteressant. Es spricht mich null an. Es werden Themen besprochen, die so unwichtig sind. Und ich denke mir, in so einer Zeit, wo jeder dann irgendwie nach einem 8-9-Stunden-Job danach noch im Stau oder sonst irgendwas heimkommt, endlich Feierabend, sowas Belangloses zu machen, naja, also wenn ich Belangloses angucken will, dann kann ich mir Modern Family, wie gesagt, angucken. Das kann ich schön auf der Couch wegschauen, aber endlich Feierabend, ich weiß nicht. Also man sieht es doch, dass man bei TAF, da gibt es eine Redaktion, die anscheinend irgendwie Spaß hat, die auch den Nerv des Publikums trifft. Also es muss doch auch mal möglich sein, dass die Redaktion von Endlich Feierabend mal versteht, was ihre Zuschauer sehen wollen. Ja, ich glaube, man hat es wirklich massiv schwer mit Explosiv im Gegenprogramm. Die sind vielleicht ein bisschen weniger Feel Good, aber also ich meine, es sind halt zwei Magazine im Vorabend, ja. Und ich glaube, da ist der Markt auch nicht unendlich groß. Da wird man, glaube ich, immer auch ein bisschen in Konkurrenz gestanden haben. Insofern, ja, was will der Zuschauer sehen? Ich glaube, mit diesem Promi-Thema liegt man vielleicht nicht so schief. Weil, okay, klar, du hast um 18.30 Uhr halt exklusiv bei RTL eine sehr bekannte, beliebte Marke.
Wenn du aber zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr dann bei Sat.1 tatsächlich auf Promi-Themen setzen solltest, würdest du vielleicht nicht Gefahr laufen, in diesen direkten Kampf zu kommen, in dem man meines Erachtens mit Explosiv auf jeden Fall stand. Und wenn man dann in der zweiten halben Stunde ein längeres Stück versendet, was schon im Frühstücksfernsehen oder so lief, naja gut, damit kriegst du dann im Zweifel auch die Leute halt nicht mehr. Naja, das ist ja schon mal wieder das nächste Thema. Also man versendet ja Sachen aus dem Frühstücksfernsehen. Man hat aber gesagt, man macht das nicht. Und wenn ich jetzt aber Marktführer am Vormittag, am Morgen bin, wer soll denn das dann abends nochmal angucken? Also die Leute haben es doch dann schon gesehen, die wären doch auch gelangweilt. Und ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass es darauf ankommt, dass man so ein strategisches Fernsehen machen muss. Das heißt, dass man die Zuschauer um 18 Uhr direkt abgreift mit Promi-Themen, weil exklusiv um 18.30 Uhr läuft. Ich denke mir eher, wenn du ein gutes Magazin machst, was die Leute einfach anspricht, was interessant ist, kriegst du auch irgendwo deine Zuschauer. Du siehst es ja auch in der 17-Uhr-Stunde. Wir haben im ersten Magazin, wir haben im ZDF, wir haben TAF und sehr gesteigert hat sich auch Abenteuerleben täglich mit teilweise 10%, weil man bei Kabel 1 zum Beispiel inzwischen so eine Art Nischensender für Kochen geworden ist. Ja, gut, vielleicht ist es tatsächlich dann auch der Punkt, dass die Leute, ich weiß nicht, gucken Leute, die um 16, 17 Uhr Fernsehen gucken, auch um 18 Uhr Fernsehen? Naja, ich weiß es nicht. Ich gucke tagsüber kein Fernsehen. Ich weiß es nicht, aber ich meine, wir haben 80 Millionen Einwohner und es werden noch mehr zugucken als 500.000 oder was, wie viel jetzt zuletzt zugeschaut haben. Ja, knapp 500.000 bis 700.000 gucken endlich Feierabend. Also, wie gesagt, ich tue mich mit einer inhaltlichen Bewertung wirklich schwer, einfach weil ich es viel zu selten gesehen habe. Aber ich meine, wenn man sich das so anschaut, wenn du sagst halt, wie viele Magazine erfolgreich laufen und wenn man dann halt noch überlegt, die haben teilweise hinzugewonnen und dann halt noch zusätzlich der Gedanke, das ist ja nicht der erste Versuch von Sat.1 gewesen, ein Vorabendmagazin zu etablieren. Das war ja schon der zigste Versuch der letzten 10, 15 Jahre. Und dann muss man sagen, na gut, vielleicht ist es tatsächlich einfach nicht das, was die Zuschauer sehen wollen. Jetzt unabhängig von der Qualität, vielleicht ist der Markt einfach schon sehr stark gesättigt und man muss einfach ran an neue Programmfarben. Ja, das könnte sein, aber ich habe so das Gefühl, bei Sat.1 wird zu viel überlegt. Also tatsächlich geht es ja darum, warum lässt man es dann erstmal gegen RTL Explosiv anlaufen? Mit der Begründung, um 19 Uhr wäre es zu spät und dann wären schon alle wichtigen Themen am Vorabend versendet gewesen. Finde ich, ist eine Aussage, die kann man machen, aber ob der Zuschauer immer so nachdenkt, dass er sagt, ich gucke mir um 17 Uhr TAF an und danach habe ich alle schon gesehen, ist auch irgendwo fragwürdig. Also auch bei Sat.1 wird halt dann immer so überlegt, ja, was gefällt der Sat.1-Zielgruppe ganz gut? Und da verstehe ich dann immer nicht, Weil ich meine, Sat.1 ist bei 6-7%. Ja, vielleicht sollte man sich mal überlegen, was gefällt 95% der Zuschauer, die gerade nicht Sat.1 anschauen. Wie lockt man vielleicht mal diese Leute an? Hast du eine Idee? Also erstmal, ich würde tatsächlich als Sat.1 auf jeden Fall jetzt eine Arbeitsgruppe gründen mit wirklich Leuten, die auf so ein Vorabendmagazin Bock haben. Also mal wirklich Leute mit Elan, die vielleicht sagen, hey, ich will mal hier was reißen, aber ich habe so das Gefühl, das ist halt eine Auftragsproduktion, die sagen so, ach, naja, ganz nett, jetzt haben wir ein Jahr lang den Auftrag, das wird gemacht, fertig. Ja gut, aber ich meine, diese Arbeitsgruppe wird es nicht brauchen. Der Gedanke Magazin am Vorabend wird für Sat.1 erstmal gestorben sein. Also alles andere, wir wissen ja nicht, was jetzt langfristig da kommt. Stichwort Screenforce Days nächste Woche, vielleicht sind wir dann klüger. Aber aktuell glaube ich nicht daran, dass man sich nochmal mittelfristig nochmal an ein Vorabendmagazin herantrauen wird. Ja, ist aber vielleicht auch besser ist. Ist aber schade. Und auch die Namen, also jetzt mal ganz ehrlich, wer guckt denn wirklich Sendungen, die heißen endlich Feierabend, Unser Tag, Pisch, Pun, Push, was gab's noch? Sat.1 am Abend. Also das sind ja jetzt auch keine attraktiven Namen. Wobei man jetzt sagen muss, dass endlich Feierabend ja noch der attraktivste Name war. Aber irgendwie explosiv, tough, das sind so Namen, die klingen stark, gut. Fresh, genau. Ja. Ach Gott, ich meine, als das mal gestartet ist, da hatten ja, weiß ich nicht, 8-9% zugeschaut. Wer hätte man die überzeugen können? Die werden ja auch nochmal eingeschaltet haben in den Tagen danach. Ja, aber das ist doch, ja.
Hätte man die überzeugen können, wär's, glaube ich, nicht am Namen gescheitert. Also, Ja, aber da waren auch so Themen, dann hat man irgendwie was Sachen aus dem Aldi oder so getestet, direkt am Montag, nachdem die Aktionsware rausgekommen ist. Ja, und was ist das Ergebnis? Beim Aldi kriegt man nicht das beste Zeug, aber man kriegt es preiswert. Und da denke ich mir, ja, aber das weiß doch jeder. Wieso soll ich mir dafür 10 Minuten Zeit nehmen? Ja, ich meine, bei den Markenchecks im ersten hat es ja mal erstaunlich gut funktioniert vor einigen Jahren, diese Themen. Also, ich meine, es ist klar, es ist extrem abgegriffen, es kommt immer wieder vor. Ich sehe da jetzt aber nicht unbedingt einen Automatismus, warum diese Themen jetzt per se nicht funktionieren sollen, weil offensichtlich funktionieren sie ja immer wieder, sonst würden sie ja nicht immer wieder aufgegriffen werden. Ich weiß nicht, Oder vielleicht liegt will es sie einfach. halt keiner mehr bei Sat.1 sehen, weil sie jeder schon vorher woanders gesehen hat. Ja, was ist denn eigentlich die Sat.1 Zielgruppe? Also, ich weiß es nicht. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, die Frage, die wir uns stellen müssen und die sich auch für Sat.1 immer mehr stellt. Jetzt nach einer TV-Saison, die man mit 8,1%, glaube ich, abgeschlossen hat beim umworbenen Publikum, bei, ich weiß nicht, zwischen 5 und 6% bei allen liegt. So, das sind erstens gar nicht mal mehr so viele Zuschauer und zweitens, ich weiß nicht, was die Zielgruppe ist. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Also, junge Leute werden vielleicht noch mit Luke bekommen, so ein paar Comedy-Fans vielleicht mit Balder. Wer tagsüber Sat.1 einschaltet, ich weiß es nicht. Ja, und das nächste Problem ist ja, wir wissen nicht, was die Zielgruppe ist, wir wissen aber auch nicht, was Sat.1 so wirklich vorhat. Irgendwie gibt es zum Beispiel vom Ableger Sat.1 Gold gibt's bessere und größere Eigenproduktionen, als sie bei Sat.1 zu finden sind. Also warum ist Lensen eigentlich donnerstags nicht in Sat.1 zu sehen? Ja. Gut, also Ja. ich meine, hat man sich bei RTL auch gedacht, warum sind die Gerichtsshows nicht eigentlich auch bei uns zu sehen, wo sie bei RTL Plus doch so schön laufen und Gerichtsreport Deutschland läuft jetzt nicht so gut in Woche 1, ne? Ja. Ja, also ich glaube, das ist wirklich das Problem. Man muss sich fragen, wen will man ansprechen? Dass es im Moment am Nachmittag gut läuft, muss man ehrlich sagen, liegt auch daran, dass RTL einfach heftig abschmiert mit seinen Neustarts, ja. Und die Scripted Realities, so Klinik am Südring und so, läuft, glaube ich, gerade auch, einfach im Moment sehr stark profitieren. Ja, aber Ja, auch aber das die. ist nicht, weil da irgendwie besonders gutes Fernsehen gemacht wird. Das ist ja das, was du gerade sagst. Das ist ja auch am Nachmittag gerade so, mit den RTL-Neustarts. Die meisten davon sind inhaltlich halt echt schlecht. Und dann guckt man wirklich, was schauen die Menschen an? Und es sind Formate, die halt einfach besser gemacht sind. Das sind zum Beispiel bei Kabel 1 und ProSieben sind es US-Serien oder halt im ZDF Bares für Rares. Und komischerweise hat es ja mit den Superhändlern bei RTL eine Zeit lang ganz gut geklappt, weil die Sendung war inhaltlich nicht schlecht. War, gibt es die nicht mehr? Ist die gerade nicht in Pause? Also, Ich weiß es wenn, gerade dann laufen alte Folgen, aber um 14 Uhr ist sie auf jeden Fall zu sehen. nicht. Ja, die Sendung an sich ist ja recht gut, hat auch deswegen bessere Einschaltquoten. Ja, Und klar. ich Nee, also verstehe halt die nicht. Sendung, die ist ganz, hatten wir ja schon öfter, die ist eigentlich ganz, ganz kurzweilig, ja. Nee, also ich bin auch schon sehr gespannt. Ich meine, Stichwort Screenforce Days, jeder Sender zelebriert sich natürlich als der Ort für die Werbevermarkter, um da seine Werbung zu platzieren. Ja, und dann gibt es immer, jeder Sender hat ja eine Statistik, wie schön er doch gewachsen ist. So. Während ProSieben und RTL wirklich gewachsen sind, zumindest leicht, also ich bin wirklich gespannt, wie Sat.1 sich als attraktiv verkaufen wird. Ja, weil eigentlich gibt es keine guten Meldungen aus dieser Saison. Was letztes Jahr vorgestellt wurde, ist wieder eingestampft. Am Vorabend, abgesehen von Genial daneben das Quiz. Durchweg hat der Sender halt verloren, ich glaube, in allen Monaten des TV-Jahres. Das wird wirklich hart, da für den eigenen Sender zu argumentieren. Und ich hoffe, dass die Leute auch einfach da keine Märchen erzählen, sage ich mal, sondern ehrlich sagen, es läuft gerade nicht so gut, aber wir haben neue Ideen. Ja, aber da muss man sich vielleicht dann auch mal ja, zum Bruder rüberschauen, zu ProSieben, wie er zum Beispiel mit Joko und Klaas gegen ProSieben ein absurdes Feld geschaffen haben an Eigenvermarktung. Das ist ja der pure Wahnsinn, was die gemacht haben. Live-Fernsehen, also die Sendungen sind alle schon aufgezeichnet, aber mit diesen 15 Minuten und auch jetzt mit dieser TAF-Moderation, diese Bestrafung, was man da für ein Werbeaufwand hat und wie gut das funktioniert, das ist doch gigantisch.
Ja, das ist auch für mich wirklich eine Überraschung der TV-Saison. Also, wenn man sich diese Woche mal anschaut, ne? Montag die TAF-Moderation, tolle Quoten. Dienstag eine neue Ausgabe der Show, tolle Quoten. Mittwoch die nächsten 15 Minuten, tolle Quoten, 20%. Also, da macht man aus einer Show auf einmal an 3 Tagen irgendwie fette Quoten wegen Joko und Klaas. Ja, das ist schon gut. Passt jetzt natürlich auch zu ProSieben, also sowas bei Sat.1. Ja, wer sollte das denn machen? Oder das muss natürlich immer für den Sender entsprechend adaptiert werden, sowas. Ne? Aber es ist schon spannend, wie man mit der eigenen Marke offensichtlich spielen kann. Nur bei Ja. Sat.1 fehlen wahrscheinlich erstmal die Marken, ne, überhaupt. Ja, und wenn man zum Beispiel bei ProSieben halt wirklich bei Joko und Klaas dann halt wirklich ja, wie heißt es, Topmodel das Quiz macht, muss man halt auch sagen, ist das schon ziemlich genial, weil so wirbt man immer noch mit Formaten ja, in der Sendung. Also da hat man alles richtig gemacht. Also ich kann da wirklich nur Chapeau sagen. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Aber ich meine, abgesehen von, jetzt haben wir so schlimm auf endlich Feierabend geschimpft, was ja doch sehr interessant ist, genial daneben, das Quiz soll erstmal weiterlaufen. Also es werden im Juli 45 neue Folgen produziert. Das heißt, Stoff für mindestens 2 Monate, um nochmal 2 Monate, 9 Wochen zu bespielen. Daran glaubt man offensichtlich noch. Ja, vielleicht hat man auch nicht so wirklich Alternativen oder man sagt, man ist dann schon wieder mit Genial daneben in der Pause. Ich finde es ein bisschen seltsam, wie man das bei Sat.1 macht. Und ich habe ja auch mal vorgeschlagen, vielleicht 4 Soaps am Vorabend ist natürlich sehr teuer. Aber ich glaube, man muss einfach mal sich irgendwas überlegen und vielleicht sollte man auch mal versuchen, mit ein, zwei Sendergesichtern so eine Art Joko und Klaas Show aufzubauen oder irgendein gutes Format zu adaptieren. Es wird doch irgendwo da draußen gute Formate geben. Also wenn ich mir überlege, Vox zum Beispiel, die 4 Hochzeiten haben, die Shopping Queen, es gibt doch mit Sicherheit noch mehr Formate da draußen, die man benutzen kann. Aber Ja. irgendwie, ich meine, die Leute. Es gibt ja nicht nur 10 Formate, die alle zufälligerweise Vox geholt hat. Nee, vermutlich nicht. Also, nee. Also klar, es braucht neue Ideen. Da bin ich ganz bei dir. Und diese neuen Ideen, die liegen für mich einfach nicht im Magazinbereich, weil nochmal, also ich kann es nicht so krass kritisieren, ich will es auch gar nicht so krass kritisieren, ich habe es zu selten gesehen. Aber das will der Zuschauer offensichtlich nicht sehen. Muss man nach einem Jahr so eiskalt feststellen. Und jetzt hoffe ich auf schöne neue Formate, meinetwegen mit Sendergesichtern, meinetwegen mit neuen Ideen aus dem Ausland, meinetwegen Soaps, ja, aber irgendwas, ja, was Sat.1 vielleicht mal wieder über 5% Marktanteil bringt. Ja, vielleicht muss es halt auch einfach so ein bisschen die Lebenswirklichkeiten der Sat.1-Zuschauer widerspiegeln. Also vielleicht muss da halt auch mal eine ältere Frau im Mittelpunkt einer Soap sein und nicht irgendeine, ich sage es mal, 25-Jährige, weil ich meine, die Sat.1-Zuschauer, für mich ist Sat.1, oder der typische Sat.1-Zuschauer ist für mich so zwischen 38 und 60 und eine Frau, würde ich jetzt mal so sagen. Das kann sein, ja. Dem würde ich, glaube ich, sogar zustimmen. Also früher war das, glaube ich, ganz bestimmt so. Jetzt ist es wahrscheinlich noch immer so. Die wenigen übrig gebliebenen, ja. Ja, klar. Es ist irgendwie schon enttäuschend, was das Sat.1 abgeliefert hat, die letzten Monate. Aber vielleicht geht es ja noch irgendwie aufwärts. Ach Gott, also ja, enttäuschend gut, aber also wir kritisieren ja auch immer die Leute, die haben keinen Mut mehr, die bekommen Schnappatmung, wenn mal die Quoten zweimal hintereinander schlecht sind. Da muss man doch sagen, okay, wow, ein Jahr lang hat man durchgehalten, Ja, hat war irgendwie auf natürlich toll. positive Entwicklungen gehofft, hat die Sendezeit variiert, 30, 60 Minuten. Also ich meine, einen langen, dass man kann ja nicht sagen, dass Sat.1 keinen langen Atem gehabt hat. Richtig. Wahrscheinlich lag es aber auch daran, dass man einfach mit Mats und Mohr einen einjährigen Vertrag hatte, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Was ich allerdings noch sagen wollte, ist, Sat.1 hat in der letzten Season tatsächlich ein paar dumme Fehler gemacht. Also beispielsweise das Fangen war ja an sich eine ganz gute Idee, aber da dann gleich 4 Folgen Woche für Woche abzusenden, war dann schon ein bisschen awkward. Wer guckt sich denn 4 Wochen in Folge freitags Fangen an?
Ach Gott, ja, ich meine, aus Quotensicht hat es ja unterm Strich doch noch funktioniert, muss man sagen. Ich glaube schon, dass sich das viele Luke-Fans angeschaut haben. Ja, ich persönlich, ich fand die Show sehr witzig als einmaliges Event, hatte ich auch in der Kritik so geschrieben. Ich hielt es aber wirklich für ein Event, das man einmal im Jahr macht, ne? Also nicht genau. Als serielle Produktion. Nur, das lief natürlich als Pilot sehr gut und ich glaube, Sat.1 ist hier auf der Suche nach neuen spannenden Formaten. Klar, versucht man sowas dann auch zu strecken. Ja, es wäre halt schön, wenn sich auch Sat.1 ein bisschen weiterentwickeln würde. Also man braucht jetzt keine Knallerfrauen von einem Witzeniveau von 2000, sondern man muss natürlich auch mal das Rad weiterspannen. Ja, klar, klar. Es reicht nicht, wenn wir die Comedy von, weiß ich nicht, von vor 15 Jahren machen, klar. Ja, weil die kann man sich auf YouTube auch angucken. Richtig, ja. Also kleiner Tipp da draußen, und zwar Harald Schmidt, wie der Kanzler sein Haus finanziert hat. 20 Minuten, sehr köstlich, kann man sich angucken. Ist zwar der oder das Niveau von vor 20 Jahren, aber ja, ist ganz nett. Als du Sat.1 noch gut gefunden hast. Meine Oma war immer ganz großer Sat.1-Fan. Die hat das den ganzen Tag angeguckt. Ja. Und wenn wir immer bei meiner Oma waren, dann mussten wir natürlich die Sat.1-Nachrichten gucken und Blitz und ganz früher das Glücksrad. Also ich verstehe auch nicht, warum man nicht mal das Glücksrad für ein Event oder sowas mal herholt und dann guckt, kann man das vielleicht wöchentlich spielen oder sonst irgendwas. Lief das nicht bei RTL Plus? Ja, aber das lief da halt in billig. Ich weiß nicht, wie die rechte Situation ist, ne? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich würde sagen, wir drehen uns im Kreis. Und deswegen machen wir mal mit unseren Rubriken weiter. Ja. Mein Top der Woche. Ja, es sind zum einen natürlich die Screenforce Days, die sich anbahnen nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, was es alles an neuen Meldungen geben wird. Und auch ansonsten, ich habe mal in den Programmkalender geschaut, was uns so erwartet die nächsten Wochen. Und ich sehe eigentlich Sender, die nicht wirklich unbedingt in Sommerpause sind. Ja, also wir haben in den kommenden Wochen Schlag den Besten, was uns erwartet. Wir haben endlich kapiert, diese neue Vox-Sendung. Wir haben der Traumjob bei Jochen Schweizer bei ProSieben. Falkenberg, ein neues Young Fiction-Projekt bei RTL 2. Ja, und das alles im Juli außerhalb der Saison. Ich bin mal gespannt, was der Sommer so kann. Vor allem reizt mich, warum RTL 2 Falkenberg mitten im Hochsommer versendet. Also ist es so eine Strategie der RTL-Gruppe, einfach immer jetzt Programm zu machen? Oder ist die Sendung nicht gut geworden? Oder sagen sie sich, gerade weil Ferien sind, weil die Jungen, sagen wir mal, länger aufbleiben oder sonst irgendwas, wird es gezeigt? Ja, also ich habe, letzteres kann natürlich sein, vielleicht spielt die Serie auch einfach im Sommer, passt irgendwie zu Sommergefühlen, ich weiß es nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, also das ist mein Eindruck, dass man wirklich bei RTL auch viel stärker Programm das ganze Jahr macht. Ne? Ich meine, Bachelorette kehrt jetzt auch zurück im Juli, das ist ja offensichtlich auch ein Format mit neuen Folgen. Ja, ich weiß nicht, wie wichtig diese klassische Saison ist, weil Geld verdient wird ja auch im Juli mit Werbeeinnahmen. Ja, und man muss ja auch sagen, man hat ja inzwischen über 1 Million TV-Now-Abonnenten und vielleicht sagt man sich bei RTL, also bei der ganzen RTL-Gruppe, RTL 2 muss so und so viel dazu liefern und wann ist uns egal oder ihr seid im Juli dran oder sonst irgendwas und dann müsst ihr Fiction haben, damit TV-Now gefüllt wird. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, klar. Ja, mein Top der Woche ist, hatten wir schon behandelt, und zwar die Live-Sendung von Joko und Klaas am Mittwoch. Und zwar will ich kurz darauf eingehen, die haben nämlich einfach mal Geld versendet. Und zwar hat man 4 Kameras aufgestellt in unseren deutschen Millionenstädten, Köln, Hamburg, München und Berlin. Und da musste man hinrennen und der Erste, der da war und gesagt hat, ich liebe Fernsehen, der hat jeweils 10.000 Euro bekommen. Und das hat mich eigentlich geflasht, weil wir hatten es vor 3 Wochen, da gab es politische Statements von 3 Personen und jetzt hat man was völlig anderes gemacht und es ist so geniales Fernsehen, weil es so kurzweilig ist. Man hat ja jetzt auch keine wirkliche Werbung zwischendrin, aber zum Beispiel hat man danach auf The Masked Singer stark hingeworben. Was ich eigentlich sagen will, es ist überraschend gutes oder ja, ob es gutes Fernsehen ist, will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber es ist einfach Fernsehen, wofür man sich Zeit nimmt, weil man einfach den Überraschungseffekt erwartet.
Ja, und noch hinzu kam ja, dass sich das sehr breite Wellen geschlagen hatte, die erste Live-Sendung von Joko und Klaas, und dann war das Interesse einfach hoch, und ich würde sagen, sie haben es wieder nicht enttäuscht, diesmal zwar Klamauk gemacht, und deswegen, ich glaube, auch bei der dritten und vierten Joko und Klaas Live-Sendung werden einfach viele Leute einschalten. Ja. Genau. Wahrscheinlich müssen sie dann, wenn sie verlieren, als Strafe mal TAF am Samstag moderieren, damit das TAF am Samstag auch mal gute Quoten holt. Das wäre wirklich mal eine strategische gute Idee gewesen, ja? Stimmt. Ja. Stell dir vor, dass die Strafe wäre gewesen, dass Joko und Klaas endlich Feierabend moderieren. Das wäre mal klug gewesen. Ja, aber das passt dann irgendwie nicht. Das war jetzt auch am Dienstag, wo Balder und Dings von Sat.1 zu Gast waren. Irgendwie, naja, haben die beiden überhaupt nicht zu Sat.1 zur Show gepasst, und ja, irgendwie seltsam. Andere Zielgruppen wahrscheinlich. Ja. Stichwort andere Zielgruppen. Am Mittwoch lief bei RTL ein Raus aus den Schulden Spezial, und das ist mein Flop der Woche. Nicht, weil ich Peter Zwegert schlecht finde oder weil ich gegen Raus aus den Schulden schieße. Nein, das 10-jährige Jubiläum lief einfach schon im Jahr 2019, und Raus aus den Schulden begann aber 2007, das heißt nach 12 Jahren, ne? Und somit, ich glaube, knapp 2 Jahre zu spät, das ist dann schon ein bisschen komisch. Ja, aber es interessiert sich doch unterm Strich leider halt keiner dafür, ob das jetzt halt wirklich 10 Jahre ist. Ach, die Bild hat darüber schon berichtet. Okay, dann bin ich jetzt ahnungslos. Aber es gibt auch größere Probleme, also das will ich jetzt gar nicht überbewerten. Ja, und zwar ist das nämlich mein Flop der Woche. Modern Family. Ich habe ja auch einen Artikel drüber geschrieben. Das ist so eine Serie, die lief nie so wirklich gut in Deutschland, was vielleicht einfach daran lag, dass sie immer beim falschen Sender lief. Bei Nitro. Bei Nitro, jetzt bei Sky, aber jeder guckt es nur bei Netflix. Jeder hat es bei Netflix irgendwie mal gesehen. Und das ist interessant. Da haben andere die Erstausstrahlungsrechte, und Netflix, ja, macht sich bei den Abonnenten das sehr, sehr beliebt mit Wiederholungen. Aber Moment, seit wann gibt es denn Netflix? Seit 2015, 2016. Ja, und Modern Family lief ja schon 2012 oder 2013 genau. Bei. Ja, warum konnten sie denn damals nicht davon profitieren? Weil Nitro, glaube ich, einfach zu klein war. Ich glaube tatsächlich, wie ich es auch in einem Artikel geschrieben habe, wenn du einen großen oder wenn du einen Sender aufbaust, brauchst du bewährtes Programm, damit die Leute einschalten, und nicht so neue Nischen-Sendungen. Kann sein, ja. Also wahrscheinlich würde auch das Neo-Magazin besser laufen, wenn davor ein Wilsberg laufen würde. Ja gut, ich meine, die Heute-Show ist ja in der Wiederholung auch immer quotenstark, ja. Aber mit Rezo klappt das auch ganz von allein, ja, mit genau. Den guten Quoten. Dann kommt er ab nächste Saison einfach alle 2 Wochen vorbei. Ja, genau, habe ich auch gehört. Ich habe noch eine Kurznachricht der Woche. Nein. Tatsächlich, ja. Ja, genau, ich bin jetzt bei der Kurznachricht. Und zwar, St. Mike geht weiter. Und ich dachte mir so, hä? Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass RTL die Serie nach, ich glaube, der Hälfte oder nicht mal der Hälfte der Staffel verlängert, wo die Quoten ja wirklich nicht gut sind. Zuletzt ein Tiefstwert von nicht mal 8%, glaube ich. Das, ja, ist aber mutig oder zeigt, dass keine anderen Alternativen da sind. Vielleicht beides. Hätte ich nicht gedacht. Naja, vielleicht ist auch die Produktionsweise mitunter inzwischen immer günstiger geworden, weil die Sets halt alle abbezahlt sind. Und ja, vielleicht geben sich alle damit zufrieden. Vielleicht sagt man auch bei RTL, das ist ein guter Mix. Und wenn ich dann noch immer mir das mit den Gerichtsshows anschaue, wenn man vor 20 Jahren gewusst hätte, wie leicht oder wie lange man mit diesen Gerichtsshows Geld verdienen kann, dann hätte man wahrscheinlich mehr Folgen produziert, mehr Sendeflächen genommen. Und das denke ich mir jetzt auch, vielleicht haben die einfach wirklich bei RTL geschnallt. Hey, ist völlig wurscht, was das Format kostet. Es hat ja seine Zuschauer irgendwie, es ist zwar nicht besonders groß, aber wir planen es einfach ein, in den nächsten 10 Jahren 15 Mal zu wiederholen. Und dann hat das Ding sehr viel Ertrag gemacht. Ja, ja. Das, also, ja, stimmt. Es ist schon auffällig. Also ich gucke nicht so die RTL-Serien, aber gefühlt wird da am späten Abend echt alles nochmal 2-3 Mal wiederholt. Das ist echt spannend. Ja, auch die Gerichtsshows, die man ja auch damals schon im Sommer wiederholt hat. Wenn man sich überlegt, dass so ein Format, ich glaube Betrugsfälle, habe ich 3 Mal
ich habe selten Betrugsfälle gesehen, aber immer die gleiche Folge angeguckt, komischerweise. Wenn ich mir überlege, wie oft diese eine Sendung durchgenudelt worden ist, mit mäßigen Quoten, aber das ist der pure Wahnsinn. Ja, ja. Ach ja. Ich habe auch noch eine Kurznachricht. Sag an. Und zwar Man in Black 4 floppt. Und da habe ich mich auch gefragt, warum macht man das? Aber das ist wahrscheinlich auch einfach nur irgendwie Geld verdienen. Sony hat versucht jetzt mit einer neuen Besetzung ein Reboot von Man in Black zu machen. Auch ganz komisch, Man in Black und dann eine Frau dabei. Also, ja. Okay. Irgendwie alles seltsam. Und die Antje hat es, glaube ich, in ihrer Kritik geschrieben. Das ist alles schön anzusehen, aber also ich... Kann man sich wahrscheinlich mal bei Sat.1 Samstagabend angucken und sich unterhalten fühlen. Aber für Kino, glaube ich, reicht es nicht. Okay, dann genau. Ich meine, Sat.1 freut sich ja auch über jeden Zuschauer. Deswegen kann man sich das ja auch getrost bei Sat.1 dann anschauen, wenn es im Fernsehen läuft. Ja, es gibt ja mehr so Filme. Aber bevor man das macht, habe ich noch einen TV-Tipp beziehungsweise einen Streaming-Tipp. Und du kannst wahrscheinlich dir denken, was das heute ist. Nee. Dark, die neue Staffel, seit Freitag 9 Uhr bei Netflix verfügbar. Ich bin noch nicht dazu gekommen und werde es aber am Wochenende auf jeden Fall tun und bin sehr gespannt auf die neuen Folgen. Ja, ich habe bei dem neuen supergeilen Streamingdienst namens Join, habe ich jetzt die erste Folge der dritten Staffel von Jerks angeguckt. Join, irgendwie immer noch ein seltsamer Name. Worauf ich eigentlich hinaus will, also für mich ist jetzt so der Punkt gekommen, wo das Format eigentlich aberzählt ist, also wo es nur noch Hanebüchen wird. Schaut es euch doch mal an, macht euch euer eigenes Bild und vielleicht reden wir da nächste Woche mal darüber. Aber immerhin hat das hippe Namen, ja, Join Jerks. Das klingt ja viel besser als endlich Feierabend. Und Maxdome. Ja. Wobei, da habe ich mich immer so gefragt, also ist jetzt die neue Staffel von Jerks auch bei Maxdome erhältlich? Weiß ich nicht. Weil da habe ich mir dann auch gedacht, dann bist du schon Maxdome-Kunde. Oder die 10 Leute, die das sind, die fühlen sich vielleicht dann auch veräppelt. Ja, ich weiß es nicht. Gut. So, wir machen jetzt Schluss, weil wir haben jetzt gleich noch eine Besprechung. Ja. Quotenmeter trifft sich einmal im Monat und da müssen auch wir beide hin oder da wollen wir auch teilnehmen. Wir wollen das, ja klar. Genau. Deswegen sagen wir an dieser Stelle ciao. Genau, ein schönes Wochenende. Und David ist nächste Woche wahrscheinlich zu den Screenforce Days dann auch wieder da. Und auch Manuel Weiß und vielleicht auch noch der Sydney. Große Runde. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm.